Die Wissenschaft der Zahnempfindlichkeit, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Zahnempfindlichkeit ist ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Es kann zu Schmerzen und Unwohlsein verursachen und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. In diesem Video werden wir die wissenschaftlichen Ursachen der Zahnempfindlichkeit und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten nachher untersuchen. Ursachen der Zahnempfindlichkeit. Zahnempfindlichkeit tritt auf, wenn der Zahnschmelz abgenutzt ist oder das Zahnfleisch residiert ist, wodurch die empfindlichen Teile des Zahns, wie das Dentin, dem Eiweiß-Environment ausgesetzt werden. Es gibt verschiedene Ursachen, die zu Zahnempfindlichkeit verursachen können, darunter 1. Zahnerosion. Der Konsum von saurehaltigen Lebensmitteln und Getränken kann den Zahnschmelz abnutzen und zu Zahnempfindlichkeit verursachen. 2. Zahnfleisch-CKG, eine unzureichende Mundhygiene oder eine aggressive Zahnbar-Einviertelstentechnik kann ihn zu Zahnfleisch-CKG verursachen, wodurch die empfindlichen Teile des Zahns freigelegt werden. 3. Zahnärztliche Probleme, Karies, abgebrochene Zähne oder undichte Lungen kann ihn ebenfalls zu Zahnempfindlichkeit verursachen. 4. Zähneknirschen, das natschädliche Zähneknirschen kann den Zahnschmelz abnutzen und zu empfindlichen Zähnen verursachen. Behandlungsmöglichkeiten Zahnempfindlichkeit. Glücklicherweise gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten, die helfen können, Zahnempfindlichkeit zu lindern. Hier sind einige der häufigsten Behandlungsmöglichkeiten. 1. Sensitivitate Zahnpasta enthält Wirkstoffe wie Kaliumnitrat oder Strontiumchlorid, die helfen können, die empfindlichen Bereiche des Zahns zu beruhigen und die Schmerzen zu lindern. 2. Fluoridgel kann dabei helfen, den Zahnschmelz zu stärken und zu verringern, was die Empfindlichkeit verringern kann. 3. Desensibilisierung. In einigen Fällen kann der Zahnarzt eine Desensibilisierung durchführen, bei der ein Fluoridpräparat auf die Zähne aufgetragen wird, um die Empfindlichkeit zu reduzieren. 4. Zahnprophylaxe. Regelmäßige Zahnprophylaxebesuche kann ihnen helfen, die empfindlichen Bereiche des Zahns zu verringern und weitere Schäden zu verhindern. 5. Zahnfleischtransplantation. In schweren Fällen von Zahnfleisch-CKG kann eine Zahnfleischtransplantation erforderlich sein, um das Zahnfleisch zu reparieren und die empfindlichen Teile des Zahns abzudecken. Die Wissenschaft der Zahnempfindlichkeit. Die Wissenschaft der Zahnempfindlichkeit ist komplex und vielschichtig. Es gibt viele Faktoren, die zu Zahnempfindlichkeit verursachen können, und es ist wichtig, die Ursache der Empfindlichkeit zu identifizieren, um die richtige Behandlung zu wählen. Durch eine Kombination aus professioneller zahnärztlicher Versorgung und regelmäßiger Mundhygiene können viele Fälle von Zahnempfindlichkeit erfolgreich behandelt werden. Abschließende Gedanken. Zahnempfindlichkeit ist ein weit verbreitetes Problem, das viele Menschen betrifft. Es kann zu Schmerzen und Unwohlsein verursachen und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Durch eine angemessene zahnärztliche Versorgung und regelmäßige Mundhygiene können viele Fälle von Zahnempfindlichkeit erfolgreich behandelt werden. Wenn Sie unter Zahnempfindlichkeit leiden, zögern Sie nicht, Ihren Zahnarzt aufzusuchen, um die Ursache der Empfindlichkeit zu identifizieren und die richtige Behandlung zu erhalten. Denken Sie daran, dass eine gesunde Mundhygiene und regelmäßige Zahnprophylaxebesuche entscheidend sind, um Ihre Zähne gesund und schmerzfrei zu halten.